Okay. Aber dann werde ich doch mal nach Attika gehen. Die ist hier auch schön klein. So. Und dann. Also hier ist. Hier ist ein Steinbruch. Hier sind Höhlen. Silberberg. Gelagerte Ebene. Warte, ist das. Was ist Attika? Okay, bis dahin, okay. Verlassen. Ackerland! Okay, dann werde ich mal hier schnell Reise machen und dann nochmal zu den Stein Ding gehen. Beziehungsweise nicht zu dem Steinwerk, sondern zu den Fragezeichen da drüber, hier. Weil das da habe ich ja schon gemacht. Wobei die Nachrichtentafel wäre, glaube ich, auch das. Aber dann mache ich einfach die Runde. Mache ich einfach die Runde über das Fragezeichen. Und dann ist dann runter. So. Dann. Ja, ein bisschen schwimmen gehen. Bär. X was, genau. Jetzt habe ich doch ganz glatt vergessen, wie ich mein Pferd rufe. So. Ah, ich sammle zu spät auf. Komm schon. So, unter mir ist es. Das ist es. Höhle der vielen Löwen. Oh ja, cool. Bewegung. Das ist ja eine coole Sache. Naja, vielleicht gibt es eine Quest, dass ich die. Also. Ja, dass ich die töten muss. Kann ich mich ja von oben runterhangeln? So ein Attentat auf die machen. Ist noch eine kleine. Man kann wirklich Attentat auf die machen. Ja, lol. Okay, waren das die drei Löwen? Ich glaube. Wir haben ja ein paar Menschen hier getötet. Tag der Herr. Entschuldigung, komm mal hier raus. Natürlich muss es ein männlicher Löwe sein. Also, ohne Scheiß, das macht Sinn. Mein Pferd ist dabei.
Alter. Das war jetzt unnötig. Hier passen die Wachen sicher. Ja, das ist ja jetzt viel besser. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Oh Gott. Ach komm, aber das mit dem... Ah, oh, dass der letzte Schuss nicht zählte oder dass der irgendwie daneben war. Das war doch unnötig. Mann. Alter, war das unnötig. So. Ich werde euch jetzt von hier aus töten und von mir aus werde ich euch auch töten. Entschuldigung. So, da oben ist noch eine. Die steckt irgendwie fest. Ich schau mal kurz, ob ich die von oben attentatieren kann. Oder ich mache einfach die Magic Arrow. Nein, kann ich nicht. Ich trete einfach den Stein. Ja, das ist gut, Tobi. Das ist sehr gut, Tobi. Ich wollte dich nur befreien, ganz ehrlich. Ich will dich gar nicht töten. Also nur ein bisschen. Oh. Gut. Also das war Nummer 3. Sehr viel eleganter als vorhin. Finde ich sehr gut. Ja, wo sind deine Frauen? Hast du jetzt vor Freude einen Handstand? Ich will einen Headshot machen. Wieso nicht gleich so? Aber ja, wir wissen alle, warum nicht gleich so. Es wäre ja langweilig. Es wäre ja geradezu langweilig. Wieso wird es hier jetzt so dunkel? So. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob in dem Dorfli ein bisschen Hilfe gebraucht wird. Pferd, wo bist du? Bist du weggerannt? Kannst dir nicht verübeln bei diesen super sexy, effektiven Krieger, den du da immer auf dir hast. Hier runter. Das ist ja sowieso gut. Okay. Oh, süß. Oh, voll schade. Die sind wahrscheinlich. Oh, voll süß. Aber wieso sind die nicht geflohen? Ich meine, klar, hier. Also ihr Schiff ist kaputt, aber da gibt es so einen Weg nach oben und vielleicht waren beide sehr schwer verletzt oder so. Oder krank und hatten keine Möglichkeit irgendwo hinzu. Ich meine, oder sie wurden so getötet, sie sind so eingeschlafen. Na los, komm.
und wurden so dann getötet. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Aber, also, auf jeden Fall realistischer als jetzt. Meine Mann kam da überall hin. Von da aus. Ella. So denke ich mal, das ist irgendein Unfall gehabt. Naja, okay. Schade, aber süße Todespose. Wenn man das so sagen kann. Ich will nicht schon wieder kämpfen. Lasst mich durch und ich lasse euch am Leben. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Also, wenn sie ein galoppierendes Pferd nicht hören, dann sind es sehr schlechte Soldaten. Aber ich will mich nicht beschweren. Wobei, vielleicht, wahrscheinlich haben sie meine Drohung gehört. Ella! Wir wollten einfach weiter. Oh, schläft der? Ja, der ist noch am Leben. Oh, ist das süß. Ich möchte ihn streicheln. Naja. Gut, also. Illusion des Friedens. Nö. Kopfgeld für einen Politiker. Auf der Agora herrscht, hallo Pferd, herrscht keine Ordnung, seit der neue Politiker das Sagen hat. Die Dinge müssen wieder genauso werden wie vorher. Früher war alles besser. Stürzt ihn auf und stellt die Ordnung wieder her. Oh je. Lololololol. Wieso ist das ausgekraut? Ja, egal. Darf ich nicht. Vielleicht ist es ja... Alter, ja... Das ist auch wieder mit Zeit, aber... Wir werden sowieso zu dem gehen. Gut. Dann stürzen wir mal... Oh, das ist ein hübsches Pferd. Muster. Wo ist mein Pferd? Da ist es. Du bist auch schön. Ja. Komm schon. Gut, wo ist die Quest? Da vorne ist die Quest. Wo ist vorne? Da ist vorne. Schaltet den Politiker aus. Nee, ja, wobei ich wollte eh nochmal nach Athena. Ich wollte jetzt gerade sagen, nach Atlantis. Vielleicht war das Athen das frühere Atlantis. Wer weiß das schon? Meine. Ich laber gerade sehr viel Müll. So. Ah, wieso soll ich den. Ich schau erstmal, wer das ist. Was passiert hier? So, ich dachte jetzt, dass jetzt eine Zwischenfrequenz kommt, aber offensichtlich nicht. Ja, gut. Ah, doch. Nein, ist das eine Seuche? Und für diese kurze Inzwischensequenz musste er so lange warten, ne? Oh ja, das sieht aus wie eine Seuche. Uiuiui! Oh, da bist du. Gut. Das bedeutet, es ist nicht meine Schuld dieses Mal.
Was ist los, alter Mann? Hippokrates, gut, dass du hier bist. Wirklich? Sieh dich doch mal um. Athen steht vor dem Untergang. Was glaubst du, was dahinter steckt? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ihr völlig unvoreingenommen tötet. Reiche, Arme, Philosophen oder Bauern. Und ich kann nur hilflos zusehen. Was passiert mit den Erkrankten? Nässende Pusteln und Ausschläge, hohes Fieber, blasse, schwitzende Haut. Viele sterben in ihren eigenen Exkrementen. Ja, das war früher nicht so selten. Kann man denn gar nichts machen? Ich versuche, das Leid zu lindern, wo ich kann. Die Seuche verbreitet sich über die Ausdünstungen der Opfer. Ich bin mir sicher, die Leichen müssen verbrannt werden. Du könntest auch krank werden. Athen kann froh sein, dass du hier bist. Ja, du könntest auch krank werden. Das weiß sie. Das weiß er. Dein Mitgefühl für die Menschen hat mich immer inspiriert. Leider ist Mitgefühl mittlerweile alles, was ich geben kann. Jetzt zeigen mir die Götter, wie arrogant ich geworden war. Wir sind nur Sterbliche und den Göttern gefällt es, uns immer wieder daran zu erinnern. Ich brauche Hilfe beim Verbrennen der Leichen, Cassandra. Fanatiker machen die Straßen unsicher und halten mich von meiner Arbeit ab. Was für Fanatiker? Die Anhänger des Ares, abergläubische Narren. Sie halten das Verbrennen von Leichen für ein Sakrileg und griffen mich an. Ist das zu glauben? Diese Anhänger des Ares beunruhigen mich nicht. Ich helfe dir mit den Leichen. Die ist gerade wichtiger. Mögest du sicher zu Hades gelangen. Ich hoffe, ich fackel jetzt nicht alles ab. Das ist so typisch. Ernsthaft, der Hund greift mich an. Das war dein Leben, ne Kassel. Wieso ergreifen mich die Hunde? Die Stadt ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Schnauze. Ich verbrenne hier Leichen und ihr kommt auch gleich dazu. Ja, naja, das hilft halt nicht, wenn du die falsche Taste. So. Talisman des Ares. Ganz sicher? Oh, du hast ja noch was. Irgendwie kommt es mir leicht so vor, dass die Cassandra dieses Mal meine Tasten nicht so akzeptiert. Also letzte Woche ging es besser und da war ich sehr viel müder. Naja, egal. Aber manchmal ist es echt komisch, dass wenn ich blocke und danach die 3 drücke, sie das nicht gleich macht. Das ist halt ein bisschen nervig, aber egal. Ich muss zweimal 3 drücken. Naja, okay. Du siehst stark aus. Jo, ich. Wieder? Oh, ja. Ich sehe nicht nur stark aus. Ich kann dich sogar heben. Und das will was heißen, weil so ein Klotz wie du. Oh, nee, oder?
Wieso bist du so programmiert, dass du mich angreifst? So. Wieder sind bestimmt auch kontaminiert. Hui. Na, fast. Ja, was denn? Ich habe einen Auftrag. Ich handle für den Start hier. Noch eine Leiche vor den Fanatikern gerettet. Gut. Das waren alle. Okay. Ein Hippokrates-Stab habe ich bekommen. Ja, krass. Gut. Was denn? So, fertig. Okay, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Perikles, der Vater der... Ich muss Perikles töten? Also halt, wenn ich hier das ausschalten will, also so spartanischen Ding machen will. Ah nee, hallo? Sprich mit Anas. Ja. Das war jetzt die Hauptquest. Wo sind die ganzen anderen Quests hin? Ich hatte doch mal ein paar mehr. Du musst gerade... okay. Ich muss gerade die Hauptquest machen. Gut. War mir gerade nicht so klar. Okay. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Wohin? Ich bin bald zurück. Wir sehen uns bei Aspasia. Manchmal glaube ich, du bist mir viel zu ähnlich. Freunde, ich weiß, ihr seid zornig. Und ihr habt jedes Recht dazu. Warum verkriechen sie sich, statt das Chaos zu beseitigen, das Athen heimsucht? Begreift, dass Perikles ein kranker Mann ist. Werft ihm das nicht vor. Werft ihm vor, dass er diesen Fluch über unsere einst so große Stadt brachte. Wir sind Athener. Und wir legen unsere Streitigkeiten demokratisch bei. Doch es kommt die Zeit, in der Worte nicht mehr reichen und das Volk zur Tat schreiten muss. Athens Name hatte Gewicht in der Welt. Was ist daraus geworden? Lasst uns Athen wieder groß machen. Man soll uns wieder fürchten. Erhebt die Stimmen. Ich verspreche euch, man wird euch nicht mehr ignorieren. Ah, du bist zurück. Ja, der macht's ein bisschen einfach, ne? Aber das Volk ist ja dumm, ne? Dich hätte ich hier nicht erwartet. Was machst du da? Was glaubst du, was du da machst? Du stachelst die Meute nur weiter auf. Was? Das ist gar nichts. Ich mache Athen wieder groß. Darf ich den töten? Das würde ich sehr gerne machen. Das ging früher schon echt einfach. Einfach sagen, hey, mein Gegner ist schuld an einer Krankheit und alle. Ja. Dieses Opferlamm immer.
Naja,